Die da hinten in der Mitte haben lang genug ausgehalten, bis ich alle Raketen zünden konnte. Perfekt. Oh, nee, da steht sogar noch eine. Lass mal denn die jetzt einschlagen. Ach. Da hinten bietet sich's gerade noch an. So. Du besetzt hier nix. Die Basis gehört Kanbei. Da hinten die Front ist sowieso mehr oder weniger überrannt. Wird Zeit, da hinten Panzer zu bauen. Ein HP-Schaden macht er noch da oben. Aber er lässt mich die letzte Rakete da hinten auch noch zünden. Das finde ich eigentlich ja nett von ihm. So, wo werfen wir denn die jetzt rein? Eigentlich auch da passt sie mir gerade am besten. Da stehen zwei Panzer rum, die ich so nicht so leicht wegkrieg. Auch wenn ich eine Mecheinheit da rumstehen habe. Ich weiß zwar nicht genau, was die ganzen U-Boote auf der Karte sollen, aber die sollen mich wahrscheinlich so ein bisschen daran hindern, dass ich Seeeinheiten benutze. Speziell Schlachtschiffe, aber ich sehe jetzt nicht wirklich den Punkt, warum ich hier Schlachtschiffe bauen sollte. Ich meine, ich spiele mit Kanbei. So ein Kanbei-Schlachtschiff ist arschteuer. Ich meine, das muss man sich einfach nur mal anschauen. Das Ding kostet 33.600. Colin kriegt dafür schon zwei Neo-Tanks. Reicht das? Ja, natürlich reicht das. Die Mechanheit hier noch gegen den Jagdpanzer. Dann nehme ich ihm dann mal langsam seine Basen schon weg. Der Kopter da oben, der kann mir nicht mehr viel mit 5 HP. Und da unten bin ich eh schon durchgebrochen. In der Mitte habe ich noch keinen Durchbruch geschafft, aber da habe ich mich auch bis jetzt nicht sonderlich angestrengt. Das Einzige, was ich dorthin geschickt habe, waren zwei APCs und zwei Infanterieeinheiten. So. Der wäre auch aus dem Weg. Der hat fast keine Muni mehr, den füllen wir lieber mal auf. So, jetzt kommen wir mal mit den dicken Geschützen. Der Kopter ist langsam low genug, dass wir ihn so weghauen können. Du bist jetzt hier aber erstmal fertig.
mir schon das Angebot machst, dann nehme ich es doch an. Das Angebot, deine Artillerie schon ein bisschen anzuhitten. Das wird zwar eine halbe Ewigkeit dauern, bis der Capture durch ist. Vorher habe ich wahrscheinlich gewonnen. Aber ich weiß sonst nicht, was ich mit der Infanterieeinheit noch anstellen soll. Ich glaube, die können wir jetzt mal kurz reinhauen. Ein kleiner Morale Boost. Schon allein, damit ich mit der TR noch die Mech weghauen kann. Kanbei hat einen Kampfpanzer. Ihr seid verdammt. Einmal Basis blockieren. Und einmal schön von hinten die Infanterieeinheiten noch aufräumen. So, fertig besetzen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Der Kopter ist auch fast kaputt. Verliert gegen ein paar Infanterieeinheiten. Ein Bruchteil von dem Kosten, was der Kopter gekostet hat. Ja. Und da hat er sich selbst kaputt geschossen. Ein 10-3 Matchup. Kann bei dieser überhaupt nicht OP oder so. Vor allem nicht in diesem Spiel mit seinem 130-130. So, Kanbei hat einen zweiten Medium Tank. Ihr seid noch mehr verdammt als zuvor. Schön die Einheiten nach vorne bewegen. So, unser lieber Helmut ist damit mal ein gutes Stück weit umzingelt.
weil jetzt die Medium Tanks anrücken. Und ich jetzt noch ganz schön die Artis kaputt schießen kann, wenn er sie mir hier schon so schön stehen lässt. Beziehungsweise so anschwächen kann, dass sie mir nicht mehr so viel Schaden machen können. Besiegen muss ich ihn jetzt sowieso mit einem Hauptquartier-Capture, weil ich krieg seine U-Boote jetzt erstmal nicht weg. Ohne dass ich jetzt aufwendig Fernwaffen baue, zumindest. Einmal hier. Dann setzen. Hier eine Mech wegschließen. Dann können wir hier noch eine anschießen. Komplett weg. So, der ist weg. Den kriegen wir noch weg. Auch tot. So, Basis blockieren, fertig besetzen und jetzt den Infantry Spam anfangen, um den Technik Score aufzubessern. Macht doch eine Brachialgewalt, er könnte mir sogar noch was one-hitten, wenn er Glück hat. Mit seiner letzten Mecheinheit. Oh, er kriegt mich zumindest auf 3 HP runter. Einen Hafen habe ich ja, ne? Bauen wir doch mal einen Kreuzer. Einfach so. Und den schießen wir jetzt auch noch kaputt. Und dann sind wir fertig. Mission complete.
Ja, ein Tag zu langsam, wie es aussieht, aber das macht ja nichts. So, jetzt bin ich schon wieder 2 Stunden am Aufnehmen. Ich mache hier eben wieder eine kleine Aufnahmepause. Wir wollen das Spiel ja in etwas kleineren Häppchen genießen. Also dann, ich bin dann erstmal wieder weg. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut.